Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enderal. Und ich muss hier noch ein bisschen was umbasteln. Ja, was ich von dem soll. Ja? Hier im Sonnentempel? Wenn es sein muss, was willst du wissen? Ja, aber zu welchem Preis? Es ist nicht das, was äußerlich passiert, wenn es versucht, mich zu übernehmen, Saira. Zumindest nicht nur. Es sind meine Gedanken, meine Gefühle. Stell dir vor, du gehst allein durch einen Wald. Du hörst schweres Atmen und ein Schluchzen. Und als du seinem Ursprung auf den Grund gehst, findest du einen verwundeten Jäger. Er ist von einem Bären angefallen worden, schwer verwundet und delirös, und er erkennt dich nicht. Ich, also der Teil von mir, der ich selbst bin, würde diesem Menschen helfen. Aber in dem Moment, in dem ich das Blut sehe, den Geruch von Tod, dann sind da diese anderen Gedanken. Ja, dieser Anblick, er würde es erregen. Ich kann es nicht besser formulieren. Und wenn ich mich ihm hingeben würde, er würde den Jäger... Ach, verzeih mir, Saira, ich kann das nicht. Es tut mir leid. Ja, es ist ungewohnt, mit jemandem so offen darüber zu sprechen. Okay. Es heißt, wir verdanken euch die Splitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber habt Dank dafür. Ach, das tut gut. So, jetzt. Wir wollen nach unten, um der Tochter von der Bilderhexe zu erzählen, was mit ihr passiert ist. Jetzt habe ich das letzte Mal nicht mehr hinbekommen. Deshalb machen wir das jetzt. Und ich hätte auch per Schnellreise das Ganze so machen können. Naja, ist jetzt so. Man erwartet euch. Ja, ich weiß, dass man viel von mir erwartet. Das tut man aber auch immer. Ich habe in letzter Zeit wieder mal ein bisschen Metal Gear Solid gespielt und die Steuerung ist da komplett anders. Deshalb bin ich gerade etwas verwirrt. Deshalb will ich... Minecraft habe ich auch viel gespielt in letzter Zeit. Deshalb will ich immer auf Steuerung sprinten. Obwohl das gar nicht auf Steuerung ist, sondern auf Alt. Es gibt ja noch die alten Leute, die nur auf der Tastatur ihre Ballerspiele gespielt haben. Die haben dann mit Steuerung, waren die am Springen und auf Leertaste haben die geschossen. Und wie war das nochmal? Auf den Pfeiltasten haben sie dann in die Richtung geguckt. Das muss ekelhaft gewesen sein. So. Ja. Gibt's was Neues? Was? Aber das ist doch lächerlich. Ich weiß nicht, was ihr euch davon erhofft. Ob das ein mieser Scherz sein soll. Aber wenn er es ist, dann ist er verdammt geschmacklos. Geht, bevor ich die Wachen hole. Oh. Geht, bevor ich die Wachen hole. Geht. Bevor ich die Wachen hole. Ha! Du bist jetzt sauer auf uns? Du willst es nicht? Geht, bevor ich die Wachen hole. Geht, bevor ich die Wachen hole. Ja, hol mal die Wachen. Geht, bevor ich die Wachen hole. Geht, bevor ich die Wachen hole. Dafür haben wir jetzt alles gemacht. Ja, vielen Dank. Na, guck mal, hier können wir dann direkt auch wieder zum Sonnentempel. Da müssen wir nicht durch alle Gebiete durchlatschen.
Das ist schon ein cooles Teil, diese Wegweiser. Das muss man schon sagen. So, was wollten wir jetzt machen? Nein. Nein. Das sind 4 Sterne. Komm, machen wir mal das hier. Was? Ja, lass mich doch da rein. Ich muss mich jetzt umgewöhnen mit dem Sprinten. Sprinten und Ducken. Haben wir denn noch ein bisschen für das Alchemielabor? Ja. Du bist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Guck mal. Das macht doch keinen Sinn. Was? Naja. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das Zeug so... Oh. Schade. Ey, was ist denn das jetzt los? Verdammt sollen diese Nerimesen sein. Das ist doch einfach nur Wahnsinn. Ah. Bitte geht weiter. Ah. Gut, jetzt haben wir hier auch ein bisschen was. Ich glaube, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel auszuprobieren, sondern jetzt können wir einfach testen. So. Wir müssen jetzt einmal nach oben. Und hier drüber. Schreiten. In die Halle zu kommen. Ins Euphorium. Wir nehmen jetzt auch mit einer neuen Version. Ihr kennt seine Forderungen. Das ist keine Basis für Verhandlungen. Er hat nicht gesehen, was wir gesehen haben. Die Aufzeichnungen, die Erinnerungen der Propheten. Wenn er das nur begreifen! Taranor Koarek würde sich eher von seinem Kamm trennen, als sich einen Fehler einzugestehen. Wo wart ihr so lange? Und wo ist Konstantin? Das ist eine lange Geschichte. Wo ist Konstantin? Und das waren seine letzten Worte? Das ist die Prophetin. Ich kann das nicht glauben. Nur ein weiteres Opfer der Hohen. Und wenn wir das Leuchtfeuer nicht bald gangbar machen, wird es nicht das letzte sein. Richtig, das Leuchtfeuer. Wenn das erstmal steht, dann können wir den roten Wahnsinn einfach wegleuchten, nicht wahr? Alternativ könnten wir auch endlich beginnen, nach einem alchemistischen Heilmittel für diese Krankheit zu suchen und die Verhandlungen mit Nerim wieder aufnehmen. Im Arsch des Propheten, könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Und ihr tut den ganzen Tag nichts anderes als Sprüche zu klopfen, die uns, abgesehen davon, dass sie nerven, der Lösung keinen beschissenen Schritt näher bringen. Wieso verschwindet ihr also nicht einfach ins nächste Badehaus und quält die Waschweiber dort mit eurem ewigen Lamento? Damit wäre ausnahmsweise mal jemandem geholfen. Das nehmt ihr zurück. Tu ich das? Kommt doch her und zwingt mich. Ey! Das reicht es aber! Das ist Blasphemie. Sonst was? Werdet ihr mich töten? Darin seid ihr ja gut. Ihr und euer beschissener Orden. Ruhe! Ihr seid wütend, Lishari Pegast. Und das verstehe ich. Aber in dem Moment, in dem ihr eure Wut dieses Bündnis zerreißen lasst, war Funkenschlags Opfer umsonst. Ist es das, was ihr wollt? Ich... Ist es das, was ihr wollt? Nein. Nein, das will ich nicht. Gut.
denn ich bin es leid, meine Zeit mit diesen albernen Streitigkeiten zu vergeuden. Wir haben eine Verantwortung und der werden wir nachkommen. Schön gesagt, Arantea. Und wie genau stellt ihr euch dieses Nachkommen vor? Ohne die Energiequellen nützt uns das Leuchtfeuer ungefähr so viel wie ein Haufen Altmetall. Die Chronisten forschen daran, was diese Quellen sein können. Den Typen kenne ich doch. Die Antwort finden. Novize, hol Kommandantin Erin. Wir müssen die Verteidigung des Landes planen. Prophetin, trefft mich am Leuchtfeuer, sobald ihr euch erholt habt. Jetzt an die Arbeit. Bitte, Thealor. Was Jorek gesagt hat, ist die Wahrheit. Einen Krieg gegen Nerim können wir nur verlieren. Ich weiß, dass es hart wird, aber wir haben keine Wahl. Das Leuchtfeuer ist die einzige Waffe, die wir gegen die Hohen haben. Aber wir wissen doch nicht mal, ob es wirklich funktioniert. Wegen dieser verfluchten Maschine einen Krieg in Kauf zu nehmen, das bedeutet, einen Verdacht über das Leben von Tausenden zu stellen. Der Mann, den ich kannte, hätte niemals so gehandelt. Der Mann, den du kanntest, ist tot. Ich habe mehr als einmal aus Angst und Eigenwahn Entscheidungen getroffen und immer waren sie die falschen. Und hör endlich auf, so zu tun, als ginge es dir hier noch um Ratio. Dir geht es darum, dass das, was uns erwartet, Opfer bedeuten könnte. Und die bist du nicht bereit zu bringen. Opfer. Das Einzige, worum es hier geht, ist dein verdammter Stolz. Oho. Die sind nicht besonders nett zusammen. Aber ich würde sagen... Der Sonne sei Dank, habt ihr es geschafft. Na ja. Konstantin hat es nicht verdient, so zu sterben. Das ist nicht gerecht. Jemand wird dafür zahlen. Dafür werde ich sorgen. Ich muss so bald wie möglich mit euch sprechen. Es geht um das Siegel bei den Söldnerbriefen. Ich glaube, ich habe eine Fährte. Ihr Auftraggeber stammt aus Enderal. Genau genommen aus Ark. Aber sprechen wir nicht hier darüber. Trefft mich, sobald ihr könnt, im tanzenden Nomaden. Ich werde im hintersten Zimmer auf der rechten Seite sein. Klopft einfach dreimal und dann öffne ich euch. Gut. Ja, beeilt euch. So ist das eben. Jut. Auf zum Sonnentempel. Ich nehme jetzt auch wieder mit einer neuen Version von OBS auf und das Ding hat jetzt ein paar neue, schönere Funktionen und ich hoffe mal, das angeschlagene Mikro, was ich benutze, ist jetzt nicht ganz so angeschlagen, wie es sein sonst ist. Ah, ich möchte auch in die Quartiere. Wo waren die nochmal? Waren das die hier? Wen interessiert denn meine Meinung schon? Ja. Ich verwechsel die immer, das ist schrecklich. So. Gib mir ein Quartier und lass mich schlafen bis... am Morgen. Das merke ich mir immer. AM ist am Morgen. After Midnight. Müsste das sein? Ne, müsste eigentlich After Midnight heißen. Ah, es ist gerade noch etwas kalt hier drin. Ne? Malfas zum Gruß. Ja, es wird sich gleich ändern.